Okay, ich habe euch versprochen, dass ich mir mehr Videos gebe, welche mit Feinstofflichkeit zu tun. Wieso? Ich will nicht im Esoterik ansteigen. Ich will dir einfach zeigen, deine wirklich wahre Kraft, welche in dir steckt. Und ich glaube, wir sind alle sind so weit, dass ihr diese Informationen bekommt. Erstes, du besitzt so viel Kraft, das ist wow. Das ist alle anderen Wesen erstaunen von dieser Fähigkeit, was der Mensch besitzt. Andere Seite, den meisten Menschen ist das nicht bewusst. Aber beginnen wir mit kleinen Schritten. Was ist für dich Realität und was ist für dich Fantasie ist? Die meisten Menschen beginnen so sagen, Fantasie vom Kinder, die fantasieren etwas. Bist du dir sicher? Oder ein Mensch will, welcher eine Fantasie erblühten lässt und sagt das und jeniges und das ist so schön. Was ist das? Ist das wirklich Fantasie? Ich kann euch sagen, das ist in Wirklichkeit eine Realität. Die meisten Menschen leben in einem Hologrammleben. Die sind gar nicht leben, was die da wahrnehmen von sich und in sich. Die wenigsten Menschen sehen das, was in Wirklichkeit ist und können überhaupt wahrnehmen, wie es alles entsteht und was da für Prozesse passieren. Deswegen, wahre Leben, es ist das eigentlich, worauf du träumst, von was du zweifelst, von was du oft Angst hast. Und Realität, es ist genau das, was du erschaffst. Und jetzt ist die Frage, aus welchem Bewusstsein erschaffst du etwas? An was glaubst du? Und das sind meistens fremde Quellen, fremde Informationen, welche mit dir gar nichts zu tun haben. Du bekommst Bücher, du bekommst Informationen, du bekommst Filme. Und du bekommst gewisse Informationen sich raus, reinsaugen und dann erschaffst du aus dieser Quelle Projektionen, Hologrammprojektionen und das denkst du, das bist du und das ist deine Welt und das ist dein Leben. Wirklichkeit, das ist wie virtuelles Spiel. Und wahres Leben findet in ganz andere Richtung. Um diese Informationen, angesammelte Fremdinformationen aus dem Unterbewusstsein zu entfernen, kann jeder Mensch nur in absoluter Stille, in jedem Moment, im Hier und Jetzt. Andere Wege gibt es nicht. Wenn jemand sagt, komm, ich löse dich auf von diesen Informationen, für kurzen Moment kann derjenige Mensch eine Blockade stellen, so dass du nicht Zugang bekommst zu dieser Information. Aber früher oder später taucht das wieder auf. Ohne deine persönliche Arbeit wirst du die Realität nicht wahrnehmen. Und das ist mein Aufruf für jeden. Überprüft, ob das, was du wahrnimmst, es wirklich real ist. Fühle es. Und du wirst sehen, dass es manche Dinge wiederholen sich und es komischerweise wiederholt sich und du denkst, hey, es ist komisch, aber wer bin ich? Wo bin ich in diesem Ganzen? Und du fühlst dich nicht da drinnen. Du fühlst dich wie im falschen Film. Richtiger Spruch, im falschen Film. Wo ist dein Film? Wo bist du? Such dich im Moment, such dich in Gegenwart. Wenn du alleine nicht klarkommst, ich habe Kurse, Online-Kurse, da kannst du ein bisschen dich informieren, was ist für dein Herz eher jetzt in diesem Moment für deine Entwicklung, für deine Bewusstseins ansprechbar und dann diese Unterstützung bekommen. Aber ansonsten nur deine individuelle Arbeit an dir selbst. Niemand kann dir da helfen, nur du selbst. Wir können nur als Wesen da sein, so wie ich, so andere, welche keine irgendwelche Absichten haben, sondern geben einfach dir Hinweise, dass du kannst es. Wir können nur
als Katalysator dienen, dir sagen, komm, du kannst es. Aber tun musst du selbst. Deswegen probier mal aus, überprüf erst deine Welt, wo ist Realität, wo ist Fantasie, wo ist Hologramm. Du wirst verstehen, da läuft falscher Film. Okay, und dann an die Arbeit. Okay, mach's gut. Ciao.